Yeah. Was geht ab, meine lieben Freunde? Jeni hier und herzlich willkommen zur ersten Folge der Serie Auf Rille zum Titel. Ja, Freunde, heute ist es endlich soweit. Die erste Folge eurer geliebten Serie ist zurück. El Rille kehrt zurück. Der Vater ist wieder back in the business. Und wir starten heute rein mit der allerersten Folge. Ich will, dass ihr diesen Like-Button hier auseinander nimmt. Daumen smashen, abonniert den Kanal, checkt mein Insta, checkt Twitch aus. Und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange. Wir starten direkt rein in die geilste Karriere, die wir jetzt seit über 8 Jahren auf diesem Kanal führen. Mal gucken, was uns erwarten wird. Eine Reise beginnt. Let's go. So, meine Damen und Herren, es geht los. Meine Story. Ich bin ready für die Karriere mit El Rille. Ich habe richtig Bock. Wir werden jetzt El Rille erstellen. My Rise. This is my time. Everyone's rise through WWE is different. But it all starts the same way. Standing backstage in front of a single curtain. The only thing that separates you from the WWE Universe and the moment that would change your life forever. Your WWE debut. For some, it means stepping in front of a crowd that immediately erupts and chants your name. Ronda? Guys, it's Bayley! Expectations placed upon you before you even step foot. The Rock, Alter, wie geil. Guck dir das an. It means trying to make the best first impression to those who have no idea who you are. Some will find a clear path. Randy Orton, Brock Lesnar. Alter, wie jung die noch alle sind. Take a few steps back before they figure out how to move forward. Because how you start doesn't always determine how you finish. Who you eventually align with. Or who you ultimately discover you really cooles Intro, Mann. Sehr geil. After that moment, choices you make can send your career different directions and have the potential to change the makeup of the WWE Universe forever. But that's getting ahead of things. Everyone's rise through WWE is Sami Zayn, but it all starts the same way. Standing backstage in front of a single curtain. What happens next? It's up to you. My Rise, we are ready. Eine neue Reise beginnt. Eine alte Legende kehrt zurück. Boah, Junge, ich bin hyped, Alter. Es gibt zwei verschiedene. Es gibt The Lock, The Cock und einmal The Legacy. The Legacy. Sein WWE-Debüt zu geben, bringt so einige Hürden mit sich. Wenn deine Tante, wirklich, wenn deine Tante eine gefeierte WWE-Legende und Hall of Famerin ist, nutzt du das Vermächtnis deiner Familie, um dich an die Spitze zu kämpfen? Oder versuchst du, deinen eigenen Weg in die WWE zu ebnen? The Lock. Wenn man als das nächste große Ding und zukünftiger Champion debütiert, sind die Erwartungen hoch. Aber kannst du als Lock dem Hype gerecht werden oder bleibst du in der gnadenlosen Welt der WWE auf der Strecke? Boah, was machen wir, Alter? Weil eigentlich ist unser Vater schon eine Legende, ne? Okay, Leute, wir werden The Lock nehmen, weil The Legacy ist anscheinend eine Frauenkarriere. Wir wollen aber mit El Rille wieder reinstarten. Und deswegen gehen wir rein in The Lock, in den Locker Room. He's the next big thing. He's been a dominant force. Da sind wir drinne! He's a future. Er wurde eingefroren, eine Legende. He's can't miss. Im Tresor. He's the main event. He's a lock. He's a real, he's a real. He's a lock. He's a lock. He's a lock. Komm raus, Bruder, du warst lang genug eingefroren. Zeig den Leuten, wer du bist. The Lock. Coming to Raw. Please don't try this at home. Na, Bruder, bestimmt bist du El Rille, Alter. Wer ist das? In diesem Modus kannst du aussehen und Persönlichkeit eines Superstars erstellen. Dieser erstellte Superstar wird in meiner Story gemacht. Das ist der Bruder von KC. Also, jetzt wählen wir aus. Ist El Rille ein Schläger? Oder ist er ein Techniker, ein Kraftpaket oder ein Highflyer? Ich wäre dafür, El Rille ist ein Highflyer. Das war immer einer, der so gekämpft hat wie Rey Mysterio, der mal am Fliegen war. Ich will beweglicher sein. Ich will agiler sein. Ich will flinker sein. Und jetzt das Gewicht. Oh, was ist denn das? Super Heavyweight. Bruder, was ist denn das? Einfach Janemba. El Rille ist auch kein Heavyweight. Okay, Leute, El Rille wird Light Heavyweight und High Flyer. Das ist sein Paket. Wählen wir aus. Hey, Bruder. Bruder, der hat Apache geworden. Apache. Hey, was geht? Was ist das für ein Outfit, Digga? Was ist das für ein Kartoffelsack, Alter? Bruder, was ist das für ein Kartoffelsack? Guck mal da unten. El Rille, der Handwerker. Oder der Polizist. Man nennt ihn auch Johnny Sins. Jawohl, Junge. El Rille Senior. Auch mal ein bisschen schlau denken, hä? Auch mal ein bisschen Ed Erne. Folgt mir doch auf Instagram, ihr Schweine. Ringansager. Der Superstar. Oder einfach AK-47. AK-47 is back in the ring. La cangrejita loca, la lorana. The ladies man. Ladyboy, last call. Ladies and gentlemen. Last call for Dubai. Please come on the train. We are flying back to Dubai. Last call for everybody.
Last call for El Rey, please. Boah, entweder der Legend oder der Legend Killer. Ist er eine Legende oder ist er der Legend Killer? Vorname? Lincoln, Zweitname Burroughs. Lincoln the Lock, Bruder, was ist dein Name? Das ist eigentlich ein reales bürgerlicher Name. Lincoln the Lock mit dem Big Cock. Was ist das für ein Name, Bruder? Ja, guten Tag, ich bin da eingelöst. Hallo, I'm from Uganda. Lincoln the Lock von Frankfurt Hauptbahnhof, ja. Weil El Rille hatte immer ein bestimmtes Gesicht. Wo ist es denn? Er hatte ein bestimmtes Gesicht. Das war das Standardface von El Rille. Das ist es. Das ist ja weißer als weiß. Was ist denn das? Hautfarbe Obermartin. Der hat sich ein bisschen mit Karottenöl noch eingeschmiert. Ich schwör, der macht mir Angst. Alter, was ist das denn? Vampir einfach. Alter, was ist das für Zähne? Oder hier, Leute, ein bisschen El Rille hat Challenge gemacht. Ein Jahr keine Zähne putzen. So, Leute, El Rille ist wieder da. Es ist El Rille Senior und natürlich hat er auch ein bisschen mit Falten zu kämpfen. Wie die Nase eines Mannes, so auch sein Johannes. Das war's zu der Gesichtsstruktur. Er hat eine Haartransplantation gemacht, muss man ehrlicherweise sagen. In der Türkei bei Dr. Mehmet Yildiz. So gehen wir rein. Hadouken! Und einfach Oberschenkel-Dönerspieß. Links Hähnchen, rechts Lamm. So ist gut, Leute. So bin ich zufrieden. So ist gut. Er hat einen wenigen Lümmel. Blut und Fleisch. Bei ihm ist Blut. Alle denken, oh, ist der klein, auf einmal Blut. Puff. So ein Ding kommt da. So, jetzt kommt die El Rille-Frisur zurück. Ach du Scheiße, Bruder, guck mal hier, wie alt er geworden ist mit grauen Haaren. Er kennt ihn noch wieder. Aber er hat gute Haartransplantation gemacht. Man sieht gar keine Geheimratsecken, gar nichts mehr. Die Haare fühle ich, Digga. Die sind ja richtig nice. Ich schwöre, das sieht aus wie Marjo, Alter. Wirklich. Wie R9 ist da unten. Was erzählst du da? Was ist denn das? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Bruder. So eine Frisur hat mein türkischer Opa, Alter. Was ist das denn? Das war die El Rille-Frisur. Ich schwör auf alles. Das ist die Frisur. Das ist sie. Son Goku! Digga, was ist denn jetzt los? Der legendäre Super Saiyajin Broly ist wieder da. Schala. Ach du Scheiße. Was ist denn das, wo man einfach Vogelnest? Man denkt so, ah, okay, hat schwarze Haare, dann guckst du es von der Seite. Ah, die sind doch leicht gräulich. Boah, so ein Strich ist aber schon geil. So ein Strich kommt schon pervers, Digga. Du kannst einfach Zähne... Du kannst einfach Zähne in dein Auge machen. Was ist das denn? Bruder hat einfach Zähne im Auge. Ja, Mann, das ist der El Rille, Digga. So wie wir ihn kennen. Ja, genau so. So ganz wenig. So ein kleines bisschen. Nicht viel. Ein kleines bisschen. Ein Hauch davon. Wie kann ich das entfernen? Entfern das. Bitte entfern das. Wie kann ich es entfernen? Ihr wisst ja alle, Leute. El Rille hatte damals ein Flugzeugunglück gehabt, weswegen er eine Narbe von sich trägt. Hinterm Ohr wisst ihr nicht, was passiert ist, Leute. Er hat dagegen einen Bären gekämpft. El Rilles Gesicht ist fertig. Fürs Erste passt das. Oi, 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 oi. General Mustafa. Wir machen einfach hier Stern Avengers. Der hat auch bei Mehmet Yildiz Haarwaxing gemacht, dass nichts mehr rauskommt. Versteht auch weggelasert alles. Schlimme, schlimme Narben, die er da von sich tragen muss. Boah, sollen wir diesen Löwen... Na, der Löwe ist zu cringe, oder? Das ist dann so seine linke, die Löwenklaue. Mein Löwe, mein Bär. An die Wade, der wurde mal... Als er damals weggerannt ist, Leute, da wurde der an den Waden gefasst. Das war von einem Tiger. Der hat gar nichts in der Hose. Was ist das? War einfach flach. Eine legendäre Hose. Es gab eine bestimmte Hose. War das die? Oh, Junge. Er sieht immer mehr El Rille aus. Guck mal jetzt. Er sieht immer mehr. Oh, ein richtiger fresher Sunny Boy. Ach du Scheiße. Sollen wir so kämpfen, Leute? Die war's. Ich sehe es. Die war's. Diese Hose war's. Zu 100%. Das ist die Hose. Wir hatten einmal eine schwarze Hose. Wir hatten einmal eine blaue Hose. Wir hatten eine schön knallblaue Hose gehabt. War der Gürtel weiß oder rot? Ich weiß es gerade nicht mehr. Das Rot sieht aber geil aus, weil es mit den Narben übereinstimmt. Boah, das sieht schon geil aus. So. CR7 Boxer. Ich schwöre, ich mal gleich. Ich schreibe gleich mit dem Buchstaben CR7 auf die Boxershot. Aber aus Türkei bestellt. Hier, Leute, CR7 Boxershot aus Türkei. Ich schwöre, ich lasse das drin so als kleinen Gag. Das muss rein, oder? Aus Bazar. So? Oder wie hatten wir das gehabt? So war das da ungefähr. So sieht's geil aus, Digga. So passt das. So quer rein. Boah, Digga, das ist der El Rille, wie wir ihn kennen. Ja, Mann, wir hatten solche. Wir hatten auf jeden Fall safe weiße Schuhe gehabt, ne? Farbe, wichtig. Hauptfarbe, schön weiß, genau. Schön weiß. Auch schön weiße Socken dazu. So, genau, so ist gut. All white. Er hat sich ein paar Sachen noch wegoperieren lassen. Ich finde, er sieht eigentlich schon gut aus, so. Also, er wirkt gut, Digga. Ich finde, er sieht super aus. Oha. Was geht denn jetzt ab? I am so close to having this title renamed in my honor. Sami Zayn! Can you imagine? The Sami Continental Championship has a nice ring to it, if you ask me. All I have to do is defend it tonight, and WWE will have no choice but to give in to popular demand and make the change. Ja, wahrscheinlich.
El Rille kommt gleich rein und poliert dir die Fresse. Matter. I am going to beat whoever it is, and you will never, ever see the Intercontinental Championship again. Dumm. Digga, was ist denn jetzt los? Bruder, von meiner Epic Music. Hä? Er kommt raus aus dem Tresor. Ist er das? Nein, Digga, wie sehen wir aus? Ey, was ist das für ein Outfit? Das habe ich doch gar nicht ausgewählt. Nein, hallo. Digga, was ist denn jetzt los? Digga, das ist einfach Stripper geworden. El Rille ist Stripper geworden. Ich kann nicht mehr. Was ist denn das? Ey, hört doch auf, Alter! Da haben wir ihn. El Rille Senior. Mit einem ganz außergewöhnlichen Style. Ach du heiliger Alter. Ach du heiliger. El Stripper. Nicht mehr El Rille, es ist El Stripper. Kann der Lock dem Hype gerecht werden? Das werden wir bald herausfinden. Es geht los, Freunde. El Rille ist back in the ring. Let's go. Meine Güte, hab ich gute Laune. Ich hab ihn vermisst. Der Lock, der Cock, auch sein Name. Meine Güte, was hat der da an, Mann? Ich glaube, das ist so wegen der ersten... Was ist das denn? Junge. Was hat der da überhaupt an? Ey, das ist zu krank. Warte mal, Sami Zayn soll ich mal beruhigen. Wir zocken hier auf der höchsten Der will das Match direkt beenden. Warte, wir haben oben links eine Aufgabe. Ich muss erst mal reinkommen. Erster Kampf hier. Freunde, lasst alle den Daumen da oben da. Wer das nicht liked, das Video muss in die Trends. Hey, der will kurz einen Prozess machen mit uns. Merkt ihr das? Wir müssen hier raus. Beruhig dich mal jetzt. So, jetzt kriegt ihr erstmal da. El Rille ist back from the business. Boom. Genau so. Führe einen Kombi-Angriff aus. Wir müssen Aufgaben machen. Okay, Kombi-Angriff. Warte mal. Kombi, Kombi, Zombie. Und zack. Boom. Erste Kombi ist da. Was jetzt? Führe einen Reversal aus. Da musst du uns ja erstmal angreifen, ne? Weil erstmal kriegt der Paar auf die Fresse. Was denkst du, wer du bist? Okay, jetzt müssen wir kontern. Jawohl, zack. Rausgeschmissen. Und hier, Ladies and Gentlemen, we are back. Boom, boom. Benommen ist er, hä? Führe von der Ecke aus einen schweren Griff gegen Sami Zayn aus. Okay, von der Ecke. Von der Ecke, warte mal. Das heißt, wir müssen den an die Ecke schmeißen. Puck. Oh, der hat genau ausgewichen. Krass, in dem Moment. Beruhig dich mal. Wir zocken, wie gesagt, auf der höchsten Schwierigkeit. Es kann sein, dass es schwer wird. Komm mal jetzt rein. Wir machen ein bisschen Lärm hier. Woo! Finger hoch. Ist der Finger oben, wird man nicht loben. Komm rein. Wir müssen jetzt erstmal in die Ecke schmeißen. Zack. Wie macht man das nochmal? Ich glaube, Kreis und jetzt X. Das sollte funktionieren. Jetzt kommt der Seiltänzer, oder? Was macht der? Zack. Wupp, wupp. Woo! Die Moves kennen wir doch alle. Let's go. Geschafft. Was jetzt? Führer. Einen Gegner taunt aus. Taunt war doch das, was wir gerade gemacht haben. Das hier, oder? Scheiße. Genau einkassiert. War das diese Taunt? Taunt, taunt. Beruhig dich mal, Sami Zayn, Alter. Du kriegst von mir ein Finisher, Signature, alles. Wow, guck mal, wie wir aufgestanden sind. Gib dir mal ein paar Bomben. Gib dir mal ein paar Bomben. Du hast doch trainiert. Du hast trainiert. War direkt ein geiler Kampf hier, Alter. Erster Kampf, Sami Zayn. Ausgerechnet er, Alter. Von damals noch. Von den ganzen Folgen. Wer kann sich noch dran erinnern? Sami Zayn. Wir werden natürlich wieder in den ganzen Folgen schön über die ganzen alten Sachen quatschen. Wir werden Real Talks machen. Alles, wie es von damals kennt. Da habe ich richtig Bock drauf, Freunde. Komm, Gegner taunt. Ist das das? Was ist ein Gegner taunt? Gegner taunt. Taunt ist doch das hier, oder nicht? Ah, dass es so aufstehen soll nach dem Motto, oder? Nein. Warte, was ist denn taunt? Ich muss mal... Oh, erledigt. Okay, wir haben es geschafft. Zack und... Boom! Oh nein. Zeige Sammy mit deinem Finisher, was Lock bedeutet. Jawohl. Finisher. Komm, der kriegt einen Finisher. Aber wo können wir sehen, ob wir einen Finisher haben oder nicht? Ich glaube, dieses Gelbe muss ich erstmal aufladen, oder? Können wir schon irgendwas machen? Ich weiß gar nicht, was mein Signature und Finisher ist, weil Moveset konnten wir noch gar nicht überarbeiten. Das müssen wir die nächsten Folgen noch machen. Und ich werde natürlich diese Let's Play-Reihe nicht im Stream zocken. Ich werde im Stream vielleicht den Showcase-Modus mit John Cena zocken und dann auf YouTube hochladen, wenn man das hochladen kann. Aber ich kann für nichts garantieren. Weil es kann sein, dass es auf YouTube wieder gesperrt wird. Letztes Jahr wollte ich mit Rey Mysterio auch den Showcase-Modus hochladen, aber es ging nicht, weil es einfach gesperrt worden ist. Okay, wir haben einen Finisher. Da seht ihr, da steht so ein kleines F an der Ecke. Lass uns den erstmal reinholen. Der soll mal reinkommen. Wir gehen erstmal in den Ring rein.
Komm her, warte. Erstmal für unser Publikum. I'm back! Macht mal Lärm hier! Macht Lärm! Komm her, Sammy. Komm her, Sammy. Guck mal, der kriegt das so. Soll er einen geladenen Finisher kriegen oder einfach so unerwartet? Komm her, ich bin der Lock. Guck mal, was der da macht, Digga. Was fährst du dir für Filme? Komm mal rein, lieber du Hund. Der fängt an zu tanzen, Alter. Denkt auch, der ist auf TikTok live. Beruhig dich mal jetzt. Oder der kriegt einen Anfall, der kriegt einen Kollaps. Was macht der da? Komm mal lieber in den Ring, bevor du gleich ausgezählt wirst. Komm her. Zack, erstmal kriegt er den jetzt einen geladenen Finisher. Wenn du krass bist, konterst du. Wenn, ey, der macht ja noch die Moves von damals. Wie geil. Das ist der Lock. Oha. Der hat gekontert. Der hat gekontert. Der hat gekontert. Oh mein Gott. Jetzt hat er selber Finisher. Ey, was ist denn das? Digga, was ist... Was ist das für ein Kampf hier, Alter? Das ist der erste Kampf. Ey, geil, Mann. Das geht ja schon direkt ab, Leute. Das ist zu krank. Scheiße, jetzt hat er Finisher. Ich muss aufpassen. Wenn der einen Finisher gibt, das kann das Ende sein. Wir haben gar keinen Signature. Nichts. Oh nein, oh nein, oh nein. Hör auf, hör auf. Ausgewichen. Wichtig. Zack. Ey, direkt Spannung pur hier im ersten Kampf. So muss es sein. Oh, oh. Boah, wichtiger Konter. Wichtiger Konter. Wir sind da. Nein. Oh, oh. Wichtig, Konter wieder zurück. Komm, El Rille. Er ist benommen. Jetzt zeig, was du kannst. Ladies and Gentlemen. Flying Frog. Okay, war kein Frog Splash, aber sah so ähnlich aus. Jawohl, wir kommen zurück. Wir kommen zurück, Leute. Wir kommen zurück. Pack den mal in den Ring rein. Zack. Ich glaube, der hat mir sogar schon Signature, oder? Guck mal, El Rille liebt es, von der Ecke zu fliegen. Bam, auch mal schön mit dem Ellbogen in den Rücken rein. So muss es auch mal sein. Komm, jetzt kriegt er einen schönen Finisher. Jetzt kommt der Finisher. Zack. Hey. Zack, da ist er. Er kontert wieder. Ey, halt's Maul, Leute. Wir können das Spiel nicht auf legendär zocken. Das ist der erste Kampf. Das ist der erste Kampf. Habt ihr das gesehen? Das ist der erste Kampf. Der kontert zweimal hintereinander meinen Finisher. Willst du mich verarschen? Der hat zwei Finisher, der Schwanz. Wir sind komplett am Arsch. Aber er ist auch am Arsch. Wir müssen jetzt hier irgendwas machen, dass wir... Wo kann man denn sehen, ob man ein Signature hat? Das würde ich mal gerne wissen. Wo sieht man das? Das haben die ein bisschen geändert, aber wir haben kein Signature. Sonst wird hier was stehen. Unsere Ausdauer ist komplett am Arsch. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt wird's ekelhaft. Nein, nein, nein. Nein. Ich muss Widerstand machen. Ey, wie schwer ist das bitte, da rauszukommen? Hätte ich jetzt keinen Widerstand, ich wäre am Arsch. Mein Gott. Ich muss kontern, Digga. Ich war gerade fast am Arsch. Wiederfinde. Nein. Nein, nein, nein. Wir verlieren unseren ersten Kampf. Oh mein Gott. Ich zeige euch das, weil ich bin ehrlich. Ich lüge euch nicht an. Okay. Wir gehen wieder rein bis zu der Stelle, wo wir gerade waren. Wir starten neu rein. Oh mein Gott, aber man sieht, Leute, er ist alt geworden. Er ist alt geworden. Man muss erstmal wieder reinkommen. Aber was hat Sami Zayn mit uns da gemacht? Und wie schwer ist das bitte, aus diesem Pinfall da rauszukommen? Habt ihr das gesehen, wie das da wackelt, Bruder? Okay, Freunde, wir sind da. Ich habe die ersten Aufgaben gemacht. Ey, Mann, das ist echt... Guck mal, ich hätte auch einfach... Guck mal, das ist ja eh gerade Offstream. Ich habe jetzt gerade Offstream diesen Kampf gemacht, Leute. Ich mache ja die Karriere nicht Onstream. Ich hätte auch einfach so tun können. Ey... Dieser Kampf hat nicht stattgefunden, aber ich zeig's euch, Leute, ich bin ehrlich. Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Und wir haben den ersten Kampf so gesehen verloren. Aber man muss für die Storyline diesen ersten Kampf hier gewinnen. Und ich muss sagen, Sami Zayn hat es sich verdient zu gewinnen. Der hat krass gekontert, er hat zwei Finisher von uns gekontert. Was willst du erwarten? Der hat das sehr stark gemacht. Guck, was für ein Hin und Her das hier ist. Ich brauche jetzt wieder einen Finisher irgendwie. Er ist benommen, jetzt müssen wir irgendwie das aufladen. Aber die Frage ist, wo können wir sehen, wo wir Signal... Da stand irgendwas mit, was stand da? Da stand irgendwas. Unfairer Pin. Ach so, ne, unfairen Pin will man nicht machen. Ich will ja ehrlich gegen den gewinnen. Sami Zayn, Alter. So lange her, wo wir gegen den gekämpft haben. Verdammte Scheiße. Komm schon, Leute. Wir müssen das hier irgendwie machen, Mann. Oh, oh. Oh, 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 Schlag. Nein, 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 nein. Ja, aber ich muss eins sagen, das haben die krass gemacht. Es ist so schwer, aus diesem Pinfall da rauszukommen. Das ist ja geisteskrank. Stark, Junge. Genau so will ich das sehen, El Rille. Zeig, was du drauf hast. Schmetter den Gegner K.O. Bam! Weiter, 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 weiter. Oh, wie schnell steht er auf? Schön gekontert. Wichtig. Zack. Er kontert zurück. Junge, das ist ein Hin und Her hier. Alter, das sind...
Das überleg mal, es ist der erste Kampf und es kommt schon vor, dass die WWE-Finale ist. Ich kann nicht mehr. Ich hab so Bock gerade, ne? Merkt ihr das? Ich bin mit 100% Elan dabei. Und ich dachte, der macht gerade Finisher, geladener Finisher. Der will aber diesen, der macht diesen Lock. Bock, der macht diesen Taunt. Oh oh. Nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich verliere nicht den zweiten Kampf. Nein, nein, auf gar keinen Fall verliere ich den zweiten Kampf. Also das. Den oh mein Gott, das ist so schwer, da rauszukommen. Ich mein's ernst. Es ist so schwer, da rauszukommen. In diesem Hin- und Her-Wackeln, da wir haben gekontert. Wichtig. Wichtiger Konter. Komm. In die Fresse. Bam, auch mal runterhauen. Wir haben den Finisher. Komm rein. Ich sag, komm, steh auf. Steh auf. Steh auf. Komm rein. Alter, geiler Kampf wieder hier, Mann. Ohne Scheiß. Junge, was macht der Rille da? Der dreht sich im Kreis. Ist der besoffen oder was? Hallo? Der dreht sich einfach. Komm rein. Guck mal, jetzt muss der wieder draußen Randale machen. Der denkt, der ist auf TikTok live. Komm her. Komm her. Pack mir den jetzt nämlich direkt. Zack. Jetzt kriegst du einen geladenen. Oh, er steht wieder direkt auf. Rück dich mal, Sammy. Komm, Finisher, jetzt. Zack, da ist der Finisher. Bam, wir sind da. Gewinn das Match durch Pinfall oder Aufgabe. One, two. Oh, er kommt raus. Ich habe gedacht, okay, das ist jetzt so vorgespielt. Das gewinnen wir safe nach dem Finisher. Oh mein Gott, Alter. Okay, das wird noch hart werden, glaube ich. Oh oh. Wie kann man denn nochmal Gegner zum Aufgeben zwingen, Mann? Da gab es doch irgendwie so... Ihr habt doch die schnellsten Finger Deutschlands, wisst ihr doch. Alter, das war ein geiler. Er hat aber auch Finisher, ne? Am besten wäre, wenn er einen Finisher macht und wir kontern den. Wenn er einen Finisher macht, wir kontern den nicht, dann ist vorbei. Warum können wir sehen, mit Comeback-Moves? Wir machen jetzt mal die Comeback-Moves hier. Nein, ich habe falsch gedrückt. Nein, nicht gut. Hör auf. Ey, ich muss jetzt echt aufpassen, Mann. Bitte nicht. Aufpassen, aufpassen. Oh nein, der will irgendwas machen. Nein, nein, nein. Oh, der will Finisher machen. Das ist wie gerade. Déjà-vu. Halt's Maul. Halt's Maul. Nein, 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 nein. Das ist das Ende. Okay, Freunde, jetzt ist Schluss mit lustig. Das wird mir nicht nochmal ein drittes Mal passieren. Es war ein Ausrutscher, aber jetzt heißt es Gas geben. Ohne Scheiß, ich lass mich hier nicht verarschen von dem. Es reicht. Komm, Sammy. Du blutest jetzt. Ich werde jetzt einfach den geladenen Finisher gleich machen und dann sofort den Pinfall hinterher. Langsam reicht's mir, Alter. Wir haben jetzt zweimal hintereinander von dem auf die Fresse bekommen. Das kann nicht sein, Alter. El Rille, was ist los mit dir? Deine Fans sind enttäuscht. Kannst doch nicht bei deinem Debüt heute hier so reinscheißen. So, jetzt zeig, was du drauf hast. Wer du bist. Hol ihn dir. Genauso. Er kontert wieder. Ey, das ist zu krass. Das ist zu krass, Digga. Er hat Finisher. Nein, 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 nein. Steh auf, sofort Wiederholung. Ey, das ist so krank, was hier passiert, Alter. Wirklich, das ist... Ich weiß ja nicht, wie ich seine Attacken da kontern soll teilweise, weil er da so schnell angreift. Ey, Bro, das ist der erste Kampf. Man denkt, das ist Finale hier, ne? Wie kann das denn sein, Mann? Ich kämpfe ja nicht mal scheiße oder so. Er ist benommen jetzt. Aber wo können wir unseren Finisher, Signature sehen? Warte mal. Sonst drücke ich gleich mal auf die Pause, aber egal. Wir machen das jetzt auch so. Wir machen das auch so, Leute. Come on. Bam in deine Fresse! Blute, du Schwein! Aber wir haben keine Ausdauer mehr. Unsere Ausdauer ist am Arsch. Zack. Boom. Come on, come on. Weiter, weiter. Er lässt sich rausrollen. Weiter. Komm, jetzt können wir ihn haben. Wenn wir ihn jetzt vernünftig treffen, das gibt ordentlich Punkte. Komm. Genau so. Rein mit ihm in den Ring. Und dann der Pinfall. Junge, pack dein Handy aus. Da hinten. Oh, oh. Scheiße. Dass der noch draußen auch noch einen Finisher jetzt macht. Das sieht gar nicht gut aus. Steh auf, El Rille. Ey. Ich schwör, wenn wir diesen Kampf verlieren, ne? Wenn wir diesen Kampf jetzt hier verlieren, sofort aufstehen. Rein. Oh mein Gott, der lässt mich nicht mal reinrennen. Die Zeit, die Zeit. Jetzt muss er kontern. Wichtig, wichtig. Rein mit dir in den Ring. Rein in den Ring. Rein in den Ring. Unsere Ausdauer ist am Arsch. Unsere Ausdauer ist am Arsch. Komm, ein, zwei Schläge, dann haben wir unseren Finisher wieder. Zack, zack, bam, bam, nein, nein. Oh, wir kontern wieder zurück. Perfekt, Finisher, mach den geladenen Finisher jetzt und dann direkt den Pinfall. Komm schon. Ja, und Pinfall hinterher. Jetzt, Referee. One, two. Ey, das ist doch nicht normal, ne? Ich kann das alles nicht mehr, Leute. Ich kann das alles nicht mehr. El Rille hat keine Ausdauer mehr. Merkt ihr das? Der hält das nicht mehr aus.
Der wird hier vorgeführt. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Nein, nein, nein. Er ist am Ende. Nein, nein. Ey, wie soll man das so... Kann das nicht so schnell kontern? Jawohl, wichtig, wichtig, wichtig. Erstmal Ausdauer. Bisschen Ausdauer. Bisschen Ausdauer. Einfach mal den unfairen Pin machen. Einfach mal unfair. Rope Break. Ja, es passiert. Kann nicht mal die unfairen Sachen. Was ist das? Ja, gleich Doppelfinisher. Ne? Kann man nicht irgendwie einen Finisher... Wir haben Comeback-Move. Wir können Comeback-Moves machen. Jetzt muss ich nur noch richtig treffen. Kreis. Nicht Viereck. Ich hab Viereck gedrückt. Ey, ich schwöre, ich hab Viereck gedrückt. Das ist zu krass. Ey, keinen geladenen Finisher. Bitte, bitte, bitte. Darf mich an die Ecke fahren. Das war's, ja. Das war's. Ich kann das nicht kontern. Was soll... Ich hab gekontert. Ja! Wir sind zurück. Finisher, mach ihn. Wir kontern wieder. Back to back. Ja, Pin von hinterher. Boom, der liegt am Boden. Referee. One. Alter, was war das für ein Krampf, ey? Superstar könnte ich das im ersten Abend bei der WWE. Wir sind direkt Champion, Intercontinental Champion. Was ist das für ein Start hier? Ich schwöre, so hat sich das noch angefühlt. So hat sich das noch angefühlt, Mann. Ist das krank, Alter. Sami Zayn oder nicht Zayn ist am Bluten. Guckt euch das an, El Rille, da ist er. El Faraoni. Der Lock aus dem Gefrierfach rausgekommen. Oh, oh. Was ist denn jetzt los? Schmeiß den in den Tresor rein. Sperr den ein. Ah, Bruder, Nase gebrochen, alles. Schädelbasisbruch. Ich schwöre, tut den rein. Nein. Nein. Der schmeißt den da rein. Zu. Oh mein Gott. Geil. Oha. Damit er da drin schlafen kann. Guck mal, wie korrekt ich bin. Damit du da drinnen schlafen kannst, du Hund. Ey, der neue Intercontinental Champion, der Lock. Guckt ihn euch an. Ist das geil. Was für ein Debüt. Wahnsinn. Was war das? Was war das? 5 Stunden vorher. Oha. Das war vor dem Kampf, okay. Ey, wie gut der aussieht. Aber gleichzeitig... Ready for your big Raw debut tonight? Yeah. Shawn Michaels! Can't wait to get out there. Good. We can't wait either. This has been a long time coming, and you've earned it. Thanks. Hey, what's up with the camera? She's been following me around since I got here. Oh. Talent relations didn't tell you? It's for this documentary thing they're shooting on you. Sorry, I'm terrible with names. It's Kat, right? Yep, Kat with a K. K-A-T. Sorry, I didn't introduce myself earlier, but when I'm shooting these, I gotta be a fly on a wall. Mäuschen also. You're going to be seeing a lot of Kat over the next year. Gotta document the rise of the next big thing. The future world champion. The Lock. Woot woot! Sorry, fly on a wall. I've been meaning to talk to you about that whole The Lock thing, by the way. Can I just use the name I've used my entire career? Alle kennen ihn als El Rille. Was für der Lock? Yeah, but that's not how the WWE Universe knows you. We can't assume they've seen any of your matches before this. I think a lot of people have. Isn't that how WWE found me? Look, this is typical for superstars who come up outside the system. WWE likes to put their spin on things. And 99% of the time, it's a huge improvement. Okay, but doesn't the name sound too much like The Rock? It sort of does. Do you mind? Think of this as a new and improved version of yourself. We have a proven track record with this sort of thing. You just need to trust the process. Is that what you're required to say now that you're office? No. Corporate requires me to say and do a lot of things, but that's not one of them. I don't know. It feels restrictive. I just want to be myself. I hear you, but it's not just a nickname. The entire WWE machine is behind this.
We have a huge entrance planned with pyro, a championship opportunity, new gear. They're shooting this whole documentary about you. And we got this for you too. Ach du Scheiße. Get it? A lock? Is that left over from John Cena's chain gang days? Maybe. But things worked out okay for him, didn't they? Guess so. I gotta run. But I promise, this is gonna be fine. Just trust the process, and it'll all work out. Because remember, you're the lock. War so ein Kackname, deswegen haben wir auch so scheiße gekämpft, Leute, weil El Rille weiß, er ist El Rille und nicht der Lock. Und er sieht aus, als ob der gerade auf einem Bewerbungsgespräch ist. Guck mal, die Kamera einfach so nah vor seiner Fresse. Good here, yep, got what I needed. That's a cut. Wir können noch ein paar Filmchen hinten in der Umkleidekabine drehen, Madame. Alter, geil, Mann. Okay, wir sind week wieder da. Two on Raw. Woche Nummer 2 bei Raw. Can't be any crazier than last week, right? Hey, didn't get the chance to say hi last week. That was a hell of a debut. Thanks, Gabriel. Das ist danach. Call me Gabe. Excuse me, Gabe, can you turn to camera and introduce yourself? Was ist das für eine Brust, Alter, wie Brock Lesnar? I've been in WWE for 10 years. I think whoever's watching will know who I am. We probably won't use this, but just... Fine. I'm Gabriel Slade. 3-time US champion, 2-time intercontinental champ, multi-time tag champion, and all-around good guy. Does that work? Thanks. Anyway, just wanted to welcome you to WWE. I know it can be hard sometimes for people to get acclimated here. It's going okay so far, but yeah, it's a bit of an adjustment since I didn't come up through the Performance Center, or even work the US scene much before this. Okay, well let me give you some quick tips to fit in. Make sure you fist bump and or shake everyone's hand every time you see them. Be willing to give up your first class seat if there are veterans and coach. And never sneeze around the big boss. Never. Well, I don't want to overwhelm you, but if you ever need any help or advice, I got your back. I think I'm good, but thanks. All right. Later, Locke. Call me Champ. Yeah. Okay, Champ. That was a good dry run. Now, let's do another take without the interruption from the Raw. Boah, die haben Nerven, Alter. Wir drehen einfach eine Doku für Netflix, Alter. Was ist das? Never really made it. I'm too friendly. I think we got it. I need to go get changed. Ist so, ich würde das auch nehmen. Das war doch spontan und sympathisch. Guck mal, wir sind einfach mit unserem Titel da. Wie geil, Alter. Er ist wie ein Schloss. Okay. Wir haben es geschafft, Freunde. So, mein Story Hub. Das ist der mein Story Hub. Hier kannst du neue Story-Möglichkeiten entdecken, indem du mit Leuten in diesem Hub sprichst oder auf Posts und Direktnachrichten deiner Social-Media-Feed antwortest. Okay, easy. Neben den Superstars im Hub befindest du dich ein Symbol. Die Symbole zeigen, ob du dein Gespräch eine Pflicht-Story oder eine optionale Story. Genau, das können wir jetzt entscheiden, ob wir hier Pflichtsachen haben. Hauptfahrt-Story schnell durchspielen willst, musst du dich nur auf die Pflicht-Stories konzentrieren. Wir empfehlen dir aber, alle Story-Typen zu spielen, da sie neue Wege und Belohnungen freischalten, die du sonst nicht erhalten würdest. Wenn du bereit bist, mit der Hauptstory weiterzumachen, betritt einfach ein verfügbares Story-Portal. Aber Achtung, sobald du ein Story-Portal betrittst, kannst du nicht mehr zurück in optionale Stories oder Herausforderungsmatches spielen, die du verpasst hast. Genau, deswegen können wir ja gucken, was wir hier machen. Ihr könnt ja auch die ganzen Zeichen sehen: Corey Klein, Miley Funny Mini, Gabriel Slade ist hier am Start. Und ja, Freunde, genau hier machen wir bei der nächsten Folge weiter. Ich denke, ich werde WWE jeden zweiten Tag bringen. Es war sehr geil. Wir können natürlich unser Aussehen ändern, unsere Ringkleidung, unser Moveset. Das werden wir alles noch machen. Und wir zocken hier auf Schwierigkeit legendär, könnt ihr hier sehen. One Tape. Und ja, sehr, sehr geile Folge. Nehmt den Like-Button auseinander, Freunde. Vielleicht schaffen wir die 5000 Likes für die allererste auf Rille zum Titelfolge. Es war auf jeden Fall spannend. Es war geil gewesen. Ich verabschiede mich, abonniert diesen Kanal, checkt mein Instagram aus, kommt auf Twitch vorbei und der Showcase-Modus wird natürlich auch noch kommen. Let's go, Leute. Macht's gut. Haut rein. Ciao.